Hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 15. Heute starten wir mal mit was ganz anderem. Hier haben wir so unsere kleine Weihnachtsbaumkultur. Ja, es sind mehr große Bäume wie kleine. Man hat ein bisschen das Nachpflanzen vernachlässigt die letzten Jahre. Wir hatten anfangs, wo wir wieder neu gepflanzt haben, das Problem gehabt, dass uns die Bäume immer braun werden und kaputt gehen, trotz viel Gießen. Und habe dann die Erfahrung gemacht, wenn ich einmal im Jahr, gerade hier den ganzen kleinen Bäumen, einmal im Jahr 5 Kilo Bittersalz oder Magnesiumdünger den gebe. Seitdem habe ich nicht mehr das Problem, dass es braun wird, die Nadeln, und die Bäume kaputt gehen. Und ja, wir haben jetzt März. Alles fängt so langsam an austreiben. Dann hauen wir den jetzt gerade mal den Dünger hin, damit die dieses Jahr wieder weiter schön wachsen können. So, Sackgeschleier Nummer 1 ist abgeschlossen. So, nächster Punkt auf der Agenda. Wir haben vor 2 Jahren haben eine neue gebrauchte Pflanzenschutzspritze gekauft. Und ja, bisher hat alles wunderbar funktioniert. Aber letztes Jahr hat man jetzt wegen stärker gemerkt, dass die Düsen nicht mehr die besten sind. Und jetzt heißt es hier, pro Seite 11 Düsen, insgesamt 22 Düsen, die werden jetzt mal ausgetauscht und dann hoffen wir, dass es jetzt dann besser ist, dass es dann noch viel besser benebelt und das Pflanzenschutzmittel dann auch wunderbar an die Bäume hinkommt. Ich lasse jetzt gerade mal einen Zeitraffer laufen. So, nun haben wir es erledigt. Das sind jetzt die 9 Düsen. Das sind Lechler ID90-015. 015 ist quasi die Öffnung von der Düse. Geht bis, ich glaube, von 01 bis 05. Und wir haben uns für die 015er entschieden. Da soll man quasi laut JKI, wenn ich es richtig gelesen habe, soll man jetzt mit der Spritze 90% Abdriftminderung haben. Was heißt, wir können näher an Gewässer und so weiter dran fahren. Ich werde es jetzt die Woche mal ausprobieren, wie sie jetzt mit den neuen Düsen spritzt. Und dann schauen wir mal, wie sie sich entwickelt, wie es
etabliert. Und genau, dann schauen wir mal. Am Freitag bringt er jetzt noch Frost. Daher werde ich sehr wahrscheinlich erst am Samstagmorgen einmal mit was ausprobieren und dann kommt Pflanzenschutzmittel rein. Und dann werden wir den ersten Fungizid-Durchgang machen, wahrscheinlich auch am Samstag. Jetzt, wenn das Wetter passt, Fungizid, da machen wir die erste Behandlung mit Kupfer gegen Baumkrebs und auch die ersten Schorfsporen, Ascosporen sind unterwegs. Genau, das machen wir sehr wahrscheinlich am Samstag. Und davor möchte ich auch noch Klopfproben machen für einen Apfelblütenstecher. Ob wir da noch irgendwas reinmachen müssen oder ob das auch, ja, bis jetzt haben wir all die Jahre keine Probleme mit dem gehabt. Aber man weiß ja nicht, lieber einmal mehr kontrollieren wie zu wenig. Und genau, dann schauen wir mal, wie es am Freitag oder Samstag dann wird im Pflanzenschutz. Servus zusammen. So, heute am, ich gerade überlegen, am Donnerstag. Ich habe nun einmal hier die hier ein bisschen eingeölt, weil die doch am Samstag ziemlich beansprucht wurde. Die ein bisschen eingeölt und nun bin ich gerade an der Pflanzenschutzspritze dran. Ich habe jetzt, während ich eingeölt habe und Frostschutz aus der Spritze rausgelassen habe, habe ich die Reifen aufgepumpt. Ist ganz geschickt mit so einem Makita-Akku-Kompressor. Den kann man feststellen und dann pumpt er auf die eingestellte Barzahl auf und man kann nebenher ein paar andere Sachen machen. Und nun holen wir die Spritze mal raus, tun sie mit Wasser füllen oder ein bisschen Wasser rein. Dann machen wir einen Funktionstest mit Wasser und dann stellen wir sie bei uns in den leeren Kühlraum rein. Der ist einfach frostsicher, damit, falls jetzt nochmal Frost kommt, bis am Samstag. Er hat es mal gemeldet, ist zwar nicht mehr drin im Wetterbericht, aber sicher ist sicher. Einmal reinstellen und genau, dass er dann quasi parat ist für den Pflanzenschutzdurchgang am Samstag.
Spritze ist gefüllt. Jetzt werden wir erstmal hier die Düsen aufmachen. Werden wir einmal durchspülen. Drin. Das lassen wir jetzt einmal durchlaufen und dann schalten wir um auf Sprühen. So, jetzt habe ich alles einmal umgestellt. Mit X, das war wohl nichts. Die unteren vier Düsen funktionieren, die oberen, die verschoppen die ganze Zeit, trotz Spülen. Ich glaube, da haben wir mal eine größere Baustelle zum die wieder fit machen. Da werden wir sehr wahrscheinlich den ersten Durchgang mit unserer kleinen Weinbauspritze machen müssen. Ich tue sie jetzt mal reinstellen, wo sie frostfrei ist. Und dann werde ich wahrscheinlich am Wochenende mal nochmal danach gucken, was Sache ist. Und genau. Servus zusammen, heute am Samstag. Eigentlich wollte ich mit dem Pflanzenschutz starten, aber es windet jetzt zu sehr. Nun haben wir Planänderungen gemacht. Ich habe hier unsere Bäume nun aufgeladen. Kaki-Bäume, Feige, Maibeere, dann haben wir noch Heidelbeeren. Die werden wir nach dem Mittagessen in den Boden bringen, damit die dann schön wachsen können, solange jetzt noch alles schön feucht ist. Und heute Morgen habe ich nur wegen der Pflanzenschutzspritze geguckt. Ich habe ja da am Abend habe ich mal abrupt abgebrochen gehabt, weil da hat einfach gar nichts funktioniert. 8 von 22 Düsen haben Wasser rausgelassen. Da sind wir noch dran, woran das liegen könnte. Die Membrane sehen gut aus, ob wir fürs Öffnen und Schließen zuständig sind. Das wird, glaube ich, eine größere Baustelle. Die kleine Weinbauspritze, mit der wir schon immer gespritzt haben, bevor wir die große hatten, die habe ich jetzt heute Morgen ausgewintert. Mit der wollte ich jetzt heute eigentlich los. Aber eben der Wind, der macht mir jetzt einen Strich durch die Rechnung. Dann habe ich überlegt gehabt zum Düngerstreuen. Dann wurde der Wind dort wieder ein bisschen stärker
Und ja, jetzt tue mal eben die Bäume pflanzen. Jetzt hänge ich gleich erst noch schnell die Fräse an, tue beim Nachbarn noch eine kleine Fläche fräsen. Und ja, dann Mittagessen und dann geht's an die Bäume pflanzen dran. Da stehen sie nun, die Kaki und die Feigen. Genau, an einer Stelle haben wir noch Mausegänge gefunden. Da habe ich jetzt mal zwei Fallen aufgestellt. Mal gucken, ob wir was fangen. Ansonsten, ja, entweder es kommt Dreck oder es kommt die Maus. Und wenn gar nichts von beiden kommt, dann sind es alte Löcher. Jetzt schauen wir mal, wie die ganzen, wie es anwächst. Soll ja jetzt dann wieder regnen, somit passt das ganz gut, dass man nicht mit der Gießkanne laufen muss. Und ja, die Heidelbeeren haben wir jetzt noch nicht gepflanzt, da ist immer noch ein bisschen unschlüssig vom Platz her. Aber da finden wir auch noch was. Aber bei denen eilt es ja nicht, weil die sind in einem Topf drin und nicht wurzelnackt, so wie die Kaki. Und wenn wir hier jetzt gerade am Rumlaufen sind, dann gucken wir gerade noch nach unseren Tafeltrauben, ob sich da schon irgendwas bewegt. Aber da scheint es noch sehr ruhig zu sein. Ja. Jetzt laufen wir mal hoch zu den jüngsten von allen, ob es dort anders aussieht. So rum sieht man mich besser, gell? Aber sieht sehr ruhig aus noch auf jeden Fall, Gott sei Dank. Ja. So, da unten haben wir noch einen Haufen Hackschnitzel. Da hat es mir mal hier den Deckel weggeschoben gehabt, wo ich Hackschnitzel im Keller gemacht habe. Und da holen wir jetzt gerade mal was raus zum dann unsere Heidelbeeren schön was raus zum unsere Heidelbeeren schön abdecken, weil also ich habe auch bei den Heidelbeeren habe ich eine Erfahrung gemacht, Hackschnitzel abdecken, dann wachsen sie besser. Ich vermute mal, durch die Hackschnitzel wird der Boden einfach ein bisschen saurer, was die Heidelbeere eigentlich ganz gern mag. Genug für unsere paar Heidelbeeren. Dann lauft man hier sporadisch am Pfirsichbaum vorbei und jetzt guckt euch das an.
Der treibt schon. Steht alles in den Startlöchern. Auch hier unsere kleinen Kiwi. Ja, in der Fließlage, in der roten, ist eigentlich auch echt viel zu warm. Ist Wahnsinn, wie jetzt alles kommt. Nichtsdestotrotz, für einen Samstag war es das jetzt von mir erstmal. Wir sind nachher noch an einem Geburtstag eingeladen und dann schauen wir mal, wie es am Montag weitergeht. Mal schauen, je nach Wind und Wetter und so weiter. Ganz eventuell gehe ich heute Abend nach dem Geburtstag noch mit der Pflanzenschutzspritze los, aber das ist noch nicht ganz sicher. Das schauen wir mal, wie es vom Wetter, Wind und allem her ist. Und da sind wir jetzt dran, es ist relativ fast windstill.
und warte, ich muss kurz wenden. So, jetzt wieder. Ist hier bei den Williamsbieren, ist gerade ein bisschen blöd, weil da hinten habe ich ja gepflügt und auch relativ bis an die Reihe herpflügt. Und ja, eigentlich wollte ich noch mit der Fräse durchfahren, bevor es mit dem Pflanzenschutz losgeht, dass es kein so ein Geholper gibt beim Umdrehen. Aber dann kam wieder Regen und dies und das und jenes und ja, jetzt müssen wir halt durchs Geholpere durch. Ja, und so ziehen wir jetzt unsere Bahn mit der kleinen Weinbauspritze. Die große, die ist ja kaputt. Genau. Und dann kriegt man das doch ganz gut hin, würde ich sagen. Guten Morgen zusammen. Ich habe heute Morgen beim Frühstück habe ich die ganzen Dateien von der Kamera mal rübergezogen auf den PC und habe festgestellt, dass ich wieder sehr viel Videomaterial zusammen habe. Und da jetzt auch wieder, wie man es im Hintergrund hört, wie es tropft, es hat wieder geregnet. Somit wird heute auch nicht viel gehen auf dem Hof, also auf den Feldern. Und somit beende ich hier mit dem Vlog Nummer 15. Eigentlich wollte ich das Düngerstreuen noch mit reinnehmen, aber gestern Abend wurde es dann zu spät, beziehungsweise der Fendt wollte dann nicht mehr anlaufen. Ich musste jetzt doch mal wegen Anlasser gucken. Genau, jetzt machen wir das Düngerstreuen, machen wir jetzt ein anderes Mal, sobald es wieder ein wenig abgetrocknet hat. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben, vielleicht auch ein Abo, weil es sind sehr viele Leute, die meine Videos gucken, die nicht abonnieren, also es tut nicht weh. Dürft ihr gerne mal aufs Abo draufklicken und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.